Da kommen die Hühner raus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial über Truth. Mein Name ist Tunnel P und aufgrund der High-End hohen, übertrieben hohen Anfrage vor allem, mache ich endlich das Video über den Boomeranger, denn alle fragen mich, was für Stats braucht er, was für Zeug, was kann man machen, warum ist meiner zu schwach, warum ist er zu stark, warum ist er... Ihr wisst schon. Wollen wir mal erstmal die Skills durchgehen, denn das ist der erste Charakter, der, wenn man den Auto-Hit benutzt, Style hat, sozusagen. Denn er hat immer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich werde den Bummo, den nur mit Melee spielen, man kann ihn auch mit einem Bogen spielen. Ich kann aber nur sagen, mir hat das nie gefallen, weil er nur einen trifft und komischerweise der Schaden auch nicht deutlich höher ist, so wie er sein müsste. Da macht es einfach mehr Spaß, so zu machen. Ne? So, wollen wir mal schnell einmal gucken von wegen Ally. Wir brauchen den Raptor Berserker. Ohne Raptor Berserker geht nix. Denn 20% Physical Damage sind einfach Pflicht. Wie ihr den bekommt, habe ich, glaube ich, in dem letzten Tutorial über Allies gesagt. Falls ihr das nicht wisst, könnt ihr da mal gucken. Ansonsten, was brauchen wir noch? Die Flask. Double Damage Flask und Vampiric Emblem. Habe ich ja in fast jedem Tutorial gemacht, wie ihr das gemerkt habt. Die beiden sind irgendwie Pflicht. Er braucht auch nicht wirklich viel Heilung. Dadurch, dass er sehr schnell hauen kann, reichen ihm auch die 18, also dieses Bandolier, für Charakter, die ein bisschen weniger schnell hauen und nicht durch diesen Life-Leech hochgeheilt werden können, macht Sinn, immer eine Stufe höher zu gehen. Also auf die hier. Oder im besten Fall nutzt ihr einfach die Death Defying Vial, falls ihr die habt, die ist sauteuer, aber die benutzt einfach, immer wenn man kurz vorm Tod ist, benutzt sie das auch. Aber ich benutze meine Tränke immer per Hand. So, das war das. Dann zu den Stats, da kommen wir gleich zu, denn als allererstes möchte ich einmal zeigen, wie das aussieht, wenn man jemanden tötet. Und vor allem dann auch die Skills. Wir haben jetzt eins gesehen. Und jetzt der andere Skill. Einmal einen anderen Skill. Einmal die Bombe. Weil die auf 1 ist, nehme ich die als erstes. Bomben machen Bumm. Mehr nicht. Die benutze ich auch nur, weil ich es kann. Aber ist nicht ganz so der wichtige Skill, sage ich mal. Dann gibt es noch die Urne. Die ist ein Skill, die ist richtig cool. Genau, jetzt habe ich zum Beispiel richtig. Denn da kommen die Hühner raus. Jetzt machen wir den mal eben kalt, denn das ist halt ganz einfach. Der hat leider sehr hohen Rückstoß. Das geht mir mal so auf den Sack bei Gegner, wenn die einen hohen Rückstoß haben. So, wichtig ist noch, Bombe sprengt nicht nach oben. Sprengt nicht nach oben, ja. Natürlich nur nach oben. Also nicht nach unten, meine ich. Sondern nur nach oben. Damit könnt ihr also problemlos Gegner angreifen, ohne dass ihr die ganze Stage kaputt macht. Was sehr wichtig ist, denn das geht mir mal auf den Sack, wenn hier unten Löcher drin sind. Aber das machen trotzdem sehr viele. So, und der Skill, der wichtig ist, eben ausweichen, denn ich benutze jetzt gerade keinen Trank, ist der Rechtsklick. Den habe ich noch nicht benutzt, weil ich da noch was erklären möchte, denn es gibt da, wie man sieht, keine Energieregeneration. Das ist unüblich, ne? Es gibt wenige Charakter ohne Energieregeneration, das ist einer davon. Gehen wir mit hier unten hin, einfach an irgendeiner Stelle so. Und zwar benutze ich einfach mal die Skills. Da sieht man übrigens, was aus der Urne noch rauskommen kann, und zwar Leben. Und wenn ihr den Bumerang werft und den danach wieder fängt, sieht man unten auch ganz schön, dass die Cooldown-Zeit wieder stark reduziert wird. Somit könnt ihr jetzt zum Beispiel schon wieder alles benutzen. Mal gucken, ob wir noch ein drittes kriegen. Die Bomben, genau. Wenn die einen Gegner richtig treffen, kann man damit schon mal schön 50% Leben ziehen. Muss man aber vorher die Flask benutzen, das ist wichtig, sonst geht das nicht. So, wir droppen die ganz gut, sag ich mal. Auf jeden Fall haben wir hier ein Charakter, der sich ohne Energie spielt, aber dafür auf Cooldown. Also alles hat irgendwie eine Cooldown und ihr müsst versuchen, den Bumerang immer in Zeiten zu benutzen, bei dem ihr den Bumerang danach auch wieder fangen könnt. Denn wenn ihr den Bumerang nicht fangt, wie man sieht, kriegt man die Cooldown-Reduktion nicht gut geschrieben. Da war wieder Leben. Es gibt noch ein viertes Ding, da werden die Cooldown-Zeiten reduziert. Das sind so blaue komische Dinger, die man dann einsammelt. So, damit haben wir das. Und jetzt noch zu den Stats. Denn ich habe ja gesagt, ich wollte die Videos immer relativ kurz halten und zeigen, wie es läuft. Ich habe jetzt auch keinen 3-Sterne-Dungeon in der Nähe gehabt. Da unten sind jetzt welche. Aber die Challenge beginnt jetzt gleich und dann will ich nicht hier die ganzen Dungeon alle clearen. Und die sind dann alle sauer, weil keiner mehr da irgendwo hinkommt.
So, ihr fragt immer, was kann man dem geben? Es gibt nicht viel, was ihr wissen müsst, deswegen mache ich das jetzt in dem Tutorial einmal auch etwas allgemeiner. Und zwar Charakter, nein, also nicht Charakter, sondern Teil, die Ausrüstungsteile haben immer spezielle Stats. Der erste Stat, gucken wir auf die Waffe, Physical Damage, der erste Stat, Maximum Health auf beiden, ist Standard. Den kann man nicht ändern. Das heißt also, ihr wisst schon mal mindestens die erste Reihe. Dann der zweite und vierte Stat, da gibt es nur drei Möglichkeiten bei Face und Head jetzt. Entweder Lebensregeneration, Attack Speed oder Movement Speed. Movement Speed macht nur dann Sinn, wenn eins der beiden anderen keinen Sinn macht. Das heißt also, ihr habt immer bei jeder Klasse, außer dem Dracolite und vielleicht den Tomb Raider, weil da braucht man auch keinen Attack Speed bei, da könnt ihr den Movement Speed benutzen. Ansonsten Lebensregeneration und Attack Speed. Das heißt auch da, auf den beiden, Face und Head, habt ihr das. Auf der Waffe gibt es einen kleinen Unterschied, und zwar gibt es nämlich anstatt das, was ich gerade gesagt habe, gibt es nämlich noch zwei andere Stats, die da sein können, und zwar Energieregeneration und Maximum Health. Die sind dann natürlich, je nachdem, der hat keine Energieregeneration, also nimmt er Maximum Health, deswegen hat er auch so viel Leben. Hat er Energieregeneration, nimmt man lieber Energieregeneration, also nicht hat er Energieregeneration, sondern benutzt er die Energie auch. Übrigens, beim Tomb Raider macht das dann keinen Sinn, natürlich, wegen Energieregeneration meine ich jetzt. Aber das ist egal, wichtig ist jetzt erstmal hier. Und der Jump. Jump ist echt, also ist eine der Stats, die ersetzt, also die kann man eigentlich problemlos drauf machen auf der Waffe, ohne dass man da jetzt großartig irgendwas verliert. Lebensregeneration wäre immer eine Alternative, aber ich habe hier 13.000 Lebensregenerationen. Denkt ihr denn, dass das überhaupt irgendwas bringt? Also klar macht das ein bisschen hoch, aber es ist einfach so, die Gegner machen viel zu viel Schaden, als dass man das damit wegheilt. Und deshalb, wenn ihr könnt, nehmt ein anderes Stat, so wie da. Das ist zum Beispiel eine richtig coole Waffe für den hier. Eigentlich perfekt. Jumps sind drauf, ich weiß nicht, warum das immer zwischendurch weggeht. Jumps sind drauf, Maximum Health. Und wie immer Attack Speed. Attack Speed übrigens ist bei jeder Klasse, wie gesagt, ne, außer Dracolite und Tomb Raider. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr das braucht, guckt einfach rein. Ihr braucht nur auf Stats gucken. Hat die 0 die Klasse, dann kann die das gar nicht gebrauchen. Also nein. Und ansonsten immer Attack Speed. In jeder, auf jeden verkackten Teil. Also auf den Hauptteil natürlich. Ne? Und ansonsten zählt natürlich hier immer beim Face und beim Head. Wenn ihr voll auf Tank gehen wollt, dann habt ihr immer die dritte Stat, Maximum Health. Auf beiden. Ich werde allerdings, das habe ich jetzt vor der Folge jetzt noch nicht geschafft, aber eigentlich hätte ich das noch machen können eben, aber egal. Ich werde auf jeden Fall ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube Hutteil, weil die jetzt alle neu sortiert wurden. Früher war es immer das zweite, ich glaube das ist der Hut. Und beim Hut kann man auch Physical Damage draufkriegen als drittes Stat. Dadurch verliere ich wahrscheinlich hier, ich weiß nicht, 40.000, 50.000 Leben. Liegt dann nur bei 60.000, 70.000, vielleicht 80.000, wenn ich Glück habe, Leben. Aber ich habe dafür viel mehr Schaden, denn da kommen 1.300 Schaden drauf oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, wie hoch die Stat ist. Ich habe die, glaube ich, noch gar nicht in Radiant gesehen. Aber ich habe das Teil schon vorbereitet. Ich werde es demnächst anziehen und dann nehme ich lieber mehr Schaden. Na, warum sollte ich auch mehr Leben nehmen? Denn der Charakter, solange wie der die Flash aktiv hat, ist der immer am Limit. Immer. Der verliert echt kein Stück Leben, weil er halt schnell genug haut und natürlich auch sich dadurch dann dementsprechend mit dieser Flask hier wieder hochheilt. Ich würde also empfehlen, nehmt anstatt diese 74% mehr Leben, nehmt lieber Damage, Physical Damage. Der Charakter ist stark genug und kann sich auch wirklich über Wasser halten, auch mit weniger Leben. Auch wenn der in U6 SAs ist, da war ich auch vor kurzem mal drin. Und selbst da ist der Schaden zwar hoch, aber wenn man selber mehr Schaden macht, geht es schneller rum und dann halten die Flasks auch aus. Also dann reichen die von der Zeit her. Weil das ist der einzige Nachteil, wenn man halt auf, wenn man weniger Leben hat, ne, wenn man weniger hat und man kriegt einen reingedrückt, muss man meistens auch eine Flask benutzen, damit man das wieder hochheilen kann. So, und als Ring gibt es eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder mag man mehr Jumps haben, dann nimmt man einen Ring mit Jump. Oder wenn man schon mit 17 Jumps hier drauf genug hat, wie ich das nämlich auch habe, dann nimmt man eigentlich nur noch Physical Damage und Lebensregeneration. Der Ring, sonst gibt es keinen Ring, der wichtig wäre. Außer man möchte noch mehr Leben haben, dann nimmt man halt einen mit Leben. Aber ich empfehle natürlich auf gar keinen Fall mehr Leben. Ich empfehle immer, den Schaden so hoch wie möglich zu halten, damit die Klassen sich gut spielen. Und in dem Fall ist das der beste Ring, den ich mir irgendwie erdenken konnte.
Es macht alles andere keinen Sinn. Es gibt ja noch Knockback-Ringe, Stabilitätsringe, Energieregenerationsringe. Die machen alle keinen Sinn, weil alles nichts hilft. Genau wie Jump. Es gibt keinen Attack Speed Ring, nur als Info, weil viele das auch gefragt haben, ob es die da drauf gibt. Nein. Und das wäre ein Ring, den würde ich zum Beispiel lieber nehmen als die 1800 Lebensregeneration. Ich würde alles lieber nehmen als die 1800 Lebensregeneration. Alles, was Sinn machen würde. Aber es macht alles andere keinen Sinn, also lassen wir es so. So, das waren also die Stats. Noch einmal ganz kurz. Ihr nehmt Nelly-Waffe, Physical Damage, Maximum Health, Jump und Attack Speed. Das sind die vier wichtigen Dinge. Hochforgen, das Forge-Update kommt auch demnächst, also das Forge-Tutorial meine ich. Damit ihr auch wisst, was für Stats auf welchen Eigenschaftsslots sein kann. Das werde ich nämlich auch einmal aufschreiben und einblenden dann. Denn das ist ja das, was bei vielen so schwer fällt. Warum man überhaupt denkt, was kann man da drauf machen? Ne, deswegen meine ich ja, an zweiter und vierter Stelle zum Beispiel hier, könnte höchstens Movement Speed sein. Also es ist egal wie, es bleibt immer Lebensregeneration, Attack Speed oder Movement Speed. Es gibt keine vierte Stat oder fünfte, sechste. Es gibt nur die drei Sachen und deswegen bleiben die zwei. Ne, die beiden bleiben fest. Man macht da nie was anderes drauf. Mit den Ausnahmen, die ich vorhin genannt habe natürlich. Bei Dracolite und bei beim Tomb Raider. So, jetzt haben wir das hier durchgeguckt. Ihr habt jetzt die Stats. Also hier noch einmal gucken. Maximum Health, Health Regeneration, Maximum Health Prozent. Und Attack Speed. Das haben wir auf beiden im Moment. Ich empfehle allerdings, hier drauf Physical Damage zu machen. Denn mehr Schaden ist besser als das bisschen Leben, was da verloren geht. Na, ist schon ziemlich viel, was verloren geht. Aber, guck mal, ich habe hier 482 Prozent. 74 abrechnen. Da bleibt immer noch 400 Prozent übrig. Und das sind immer noch wahrscheinlich 70.000, 60.000 irgendwie so. Ich bin gespannt eigentlich, wie stark das runtergeht. Ich habe es noch nicht gemacht. Werde ich direkt im Anschluss der Folge machen. Ja, und der Ring, wenn ihr einen Physical Ring habt, also Physical Damage Ring mit Stufe 4, ist das egal, was da drauf ist. Lebensregeneration ist echt nicht viel. Denn die 13.000, ich bin mir nicht mehr sicher, wie die richtig berechnet werden. Früher dachte ich vielleicht, dass es jede 5 Sekunden, dass man in 5 Sekunden 13.000 regeneriert. Das gibt es aus anderen Spielen, für Leute, die LOL oder so kennen. Da wird oft immer in Wert HP in 5 gerechnet. Ist es aber nicht. Der Wert ist sehr, sehr, sehr seltsam. Man weiß nur eins, umso höher der Wert ist, umso schneller regeneriert man. Aber er ist nicht... Also er ist nicht schön, sage ich mal, der Wert. Also es ist nicht so, dass jetzt 13.000 die Sekunde regeneriert werden. Das wäre cool, weil das wäre schon ziemlich hart. Aber der ist insgesamt nicht wichtig. Also wenn ihr einen anderen Ring habt, ist nicht schlimm. Hauptsache, ihr habt den Physical Damage am Maximum. Forge schön hoch, spielt schön. Diese Klasse mögen viele. Viele glauben, das ist die Boss-Klasse. Ich bin nicht sicher, ob ich sagen würde, dass das die beste Klasse ist. Denn ich glaube immer noch, dass man andere Klassen, das werde ich irgendwann mal auch testen und hoffentlich dann beweisen, dass es andere Klassen gibt, die in verschiedenen Situationen sogar noch besser sind und vielleicht sogar Gegner noch schneller kaputt machen können. Jetzt für diese Folge allerdings würde ich sagen, ja, das ist eine Klasse, die würde ich jedem empfehlen, als eine der ersten Klassen zu nehmen. Ihr könnt in U6 selber hier solo rumrennen. Ihr habt den Endgegner, der war gerade sehr langsam. Ich habe keine Flash benutzt und ich war eigentlich glücklich, sage ich mal. Also ich hatte keinen Stress dabei. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Tutorial-Folge oder in der nächsten normalen Folge oder im Livestream oder sonst irgendwo von Twoof. Wenn noch Fragen sind, in den Kommentaren einfach schreiben. Falls ihr ein anderes Bild habt, in dem ihr noch irgendwas anderes macht, könnt ihr auch einfach reinschreiben. Leute gucken gerne in den Kommentaren und gucken dann, ob irgendwie dann noch eine Alternative ist, weil die vielleicht diesen Style nicht mögen. Weil eigentlich renne ich rein, benutze eine Flask, dreh mich, schmeiß die Dinger. Mit dem Boomerang versuche ich dann wieder die Cooldown zu reduzieren die ganze Zeit. Währenddessen hält man natürlich. Irgendwie kann er den Boomerang nicht mehr anwenden. Da kommt er wieder. Manchmal ist das auch seltsam. Auf jeden Fall, mehr macht man nicht. Die Gegner sterben instant sozusagen fast nach 2, 3, 4, sagen wir mal 5 Sekunden. 5 bis 10 irgendwie. So. Das war's. Ciao.